Liebe Pfarrangehörige, liebe Freunde unserer Pfarrei St. Konrad, herzlich grüße ich Sie in ungewohnter Form hier in unserer Pfarrkirche. Um der Ausbreitung des Coronavirus Einhalt zu gebieten, werden unsere Lebensgewohnheiten schmerzlich unterbrochen. Ein Osterfest ohne Gottesdienstbesuch, das hat es noch nie gegeben. So hörte ich es in den letzten Tagen oft und oft. Viele Menschen sind verunsichert von dem, was ihnen bevorsteht. Sie haben Angst vor Krankheit, manche bangen um ihre wirtschaftliche Existenz. Ich stehe hier im Altarraum unserer Kirche. Neben mir ist die wunderbar geschmückte Figur des Auferstandenen zu sehen. Und vor uns leuchtet die Osterkerze. Ehe sie gestern Abend bei der Osternachtsfeier im kleinsten Kreis entzündet wurde, habe ich gleichsam ein österliches Glaubensbekenntnis gesprochen. Es lautet: Christus gestern und heute, Anfang und Ende, Alpha und Omega. Sein ist die Zeit und die Ewigkeit. Sein ist die Macht und die Herrlichkeit in alle Ewigkeit. Durch seine heiligen Wunden, die leuchten in Herrlichkeit, behüte uns und bewahre uns, Christus der Herr. 50 Tage steht nun die Osterkerze hier im Altarraum und brennt. Die Osterkerze hat große Symbolkraft. Sie steht für die Auferstehung Christi. Auferstehung, die uns Leben geschenkt hat. Leben, das auch in die dunklen Stunden, ja sogar im Tod, nicht untergeht. Wir verstehen, Ostern ist mehr als ein nettes Frühlingsfest, das wir im Kreislauf des Jahres begehen. Ostern bedeutet für uns Christen etwas viel Wichtigeres, das Wichtigste für unser Leben. Ostern sagt uns, Christus ist auferstanden, er hat den Tod überwunden und wer an ihn glaubt und mit ihm lebt, der wird ebenfalls den Tod überwinden und das Leben für immer von Gott erhalten. Bewegt uns eigentlich diese Hoffnung im Innersten unseres Herzens? Erfüllt sie uns mit Freude und Zuversicht? Gibt sie uns Kraft und Mut für unseren Weg? Christus ist auferstanden, sein Licht vertreibe das Dunkel der Herzen. Unserer Herzen. Dunkel in unseren Herzen, wir wissen in diesen Tagen darum mehr als genug. Angst vor der Zukunft, enttäuschte Hoffnung, das Gefühl am Ende zu sein, Ausweglosigkeit, Einsamkeit, vielleicht sogar Verzweiflung. Das Licht Christi, seine Liebe zu uns, seine Nähe und Sorge für uns, die Kraft aus dem Evangelium, es vertreibt das Dunkel unserer Herzen. Das Licht der Osterkerze möchte alle Dunkelheit unserer Tage hell überstrahlen. So darf ich Ihnen nun hoffnungsvoll die frohe Botschaft der Osternacht, das Osterevangelium verlesen, wie es uns der Evangelist Matthäus überliefert hat. Nach dem Sabbat, beim Anbruch des ersten Tages der Woche, kamen Maria aus Magdala und die andere Maria, um nach dem Grab zu sehen. Und siehe, es geschah ein gewaltiges Erdbeben, denn ein Engel des Herrn kam vom Himmel herab, trat an das Grab, wälzte den Stein weg und setzte sich darauf. Sein Aussehen war wie ein Blitz und sein Gewand weiß wie Schnee. Aus Furcht vor ihm erbebten die Wächter und waren wie tot.
Der Engel aber sagte zu den Frauen: Fürchtet euch nicht. Ich weiß, ihr sucht Jesus, den Gekreuzigten. Er ist nicht hier, denn er ist auferstanden, wie er gesagt hat. Kommt her und seht euch den Ort an, wo er lag. Dann geht schnell zu seinen Jüngern und sagt ihnen: Er ist von den Toten auferstanden, und siehe, er geht euch voraus nach Galiläa. Dort werdet ihr ihn sehen, ich habe es euch gesagt. Sogleich verließen sie das Grab voll Furcht und großer Freude, und sie eilten zu seinen Jüngern, um ihnen die Botschaft zu verkünden. Und siehe, Jesus kam ihnen entgegen und sagte: Seid gegrüßt. Sie gingen auf ihn zu, warfen sich vor ihm nieder und umfassten seine Füße. Da sagte Jesus zu ihnen: Fürchtet euch nicht. Geht und sagt meinen Brüdern, sie sollen nach Galiläa gehen, und dort werden sie mich sehen. Meine kurze Ansprache ist eingebettet in festliche Musik. Die Musik kann uns tiefer zu Gott führen, weil sie uns im Herzen berührt, uns zu Herzen geht. So darf ich den beiden Interpreten herzlich danken, unserem Kirchenmusiker Andreas Feirer und Simon Moll an der Trompete, dass sie für uns den Ostersonntag durch die feierliche Musik kräftig bereichern. Ihnen allen wünsche ich, trotz oder gerade in der momentanen Krise, ein recht frohes und gesegnetes Osterfest. Seien Sie meines Gebetes fest versichert. Das Gebet dringt mühelos durch die Wände, und deshalb bleiben wir auch so fest miteinander verbunden. Behüte Sie Gott.